Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breakout. Leider fehlen wieder 5 Minuten. Ich habe zu spät auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Zum Glück habe ich es wieder rechtzeitig gemerkt, aber es ist relativ wenig passiert. Gucken wir uns gerade an. Und zwar wollte ich ja einsteigen mit dem Thema Botania wieder. Aber ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund abgehört habt. Ich habe weiterhin noch die Witch da unten. Und deswegen bin ich hingegangen und habe mir den Ender gemacht. Ender, easy peasy, ist einfach 2 Darksteel und Stick. Und dann bin ich noch hingegangen, habe mir ein Vibrant Alloy Nugget und ein Emerald drauf gemacht und somit konnte ich mir diesen Vibrant Crystal machen und bin dann im Anvil hin und habe mir dann das Vibrant Crystal jetzt drauf gemacht. Und als nächstes können wir uns ja dann, wenn man da unten das schaut, ein Vibrant Alloy Block mit 8 Levels drauf machen oder ein Basic Capacitor für Empowered 2 und dann können wir das auch noch mit Energie laden. Energie, die wir bekommen, glaube ich, von dem Energizer. Gucken wir uns mal den Energizer an. Ist ja kein Problem, das heißt, wir brauchen die ganzen Sachen da. Gucken wir mal, wie viel uns da fehlt, was man da brauchen. Das. Ich glaube, das brauchen wir. Und schauen wir mal. Energizer. Energizer brauche ich. Das heißt, einmal du, da hat irgendwas gefehlt, gell? Habe ich gerade gesehen. Einmal du. Restonia, das heißt, wir brauchen einmal Redstone. Machen wir uns gerade ein bisschen Restonia. Das reicht aus. Dann schauen wir mal. Eigentlich wollte ich einsteigen mit Botania, aber machen wir erstmal das. Gold. Ein Gold rausgeholt. Jetzt. Das heißt, die zwei und somit sollten wir doch alles da haben. Den Energizer kann man nämlich mal da drauf stellen, da oben. Bekommt er schon Energie? Nein, müssen wir noch einstellen. Das heißt, einmal Energie raus, der bekommt Energie. Und somit sollte er sich eigentlich aufladen, oder? Jawohl, lädt sich auf. Somit haben wir 100.000 drauf. Wie gesagt, wir können jetzt den Vibrant Alloy noch machen. Das machen wir auch gerade mal, weil da bin ich gerade am Durchbraten. Wobei, wie viel hatten wir jetzt schon? 15. Komm, dann machen wir uns nämlich gerade noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Das heißt, die. Und dann gerade mal die durch. Das heißt, einmal du mit der Enderperle. Oh, es dauert ein bisschen, weil ich brauche Vibrant Alloy. Vibrant Alloy. Wobei, das können wir uns ja später angucken. So, räumen wir mal auf. Dann gehen wir runter, machen mal da unten die Viecher platt, die nerven nämlich aktuell. Wo ist er? Da hinten. Dann erstmal da hinten hin. Da sind die Witch. Bam, bam, bam. Du weg. So, was haben wir dann eigentlich bekommen? Das ist gut, das ist gut. Ist da drüben noch was? Da drüben ist noch jemand. Nehmen wir auch gerade mit. Okay, passt auch. Ansonsten haben wir da nichts an Viecher rumfliegen. Gut. Dann gehen wir nämlich in das Thema Botania rein jetzt. Botania-Raum ist hier. Und gehen da rein. Wir haben in der letzten Folge haben wir ja die Automatisierung Apothecary gemacht. Ich bin jetzt noch hingegangen, habe noch mir bis Living Rot und Living Wood gemacht. Was wir brauchen, damit wir heute uns Mana produzieren. Dabei bin ich auch hingegangen, habe mir die ein oder andere Dinge schon vorbereitet und somit auch automatisch ein paar Quests erledigt. Was genau, gucken wir uns gleich an. Machen wir erstmal hier aufräumen. Halt hier lang und hier lang. Und dann schauen wir mal ins Questbuch rein. Und zwar bin ich hingegangen, habe mir dadurch, dass er die Endoflames hat, oben das Automation Kit habe ich mir reingeholt. Dafür haben wir oben Crate bekommen, Pressure Blade, Redstone, Slabs und Hopper. Für die Automatisierung der Fütterung der Endoflames. Ich mache mal was anderes. Was? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Und dementsprechend habe ich schon das eine oder andere vorbereitet. Gut. Dann holen wir mal alles runter, was wir brauchen. Wir brauchen die Endoflames. Wir brauchen 2 Hopper. Wir brauchen Crate. Ah, Kohle brauchen wir noch. Redstone Conduit brauchen wir. Die Open Crates. Pressure Blade brauchen wir. Und die Spreader. Amana Pulse brauche ich natürlich auch. Das heißt, wir machen uns gerade mal noch einen Mana-Puls. Jetzt
zwei Stück vorerst mal. Das reicht mal voraus aus. Das Ding stellen wir wohin? Das stellen wir dahin. Das heißt, wir stellen zum einen stellen wir mal die Mana Pool schon mal dahin. Machen es schön zentral, schön mittig alles. Damit wir hier den Einstieg haben, genau, passt. So, hier hinten möchte ich das Thema hinstellen. Machen wir zwei Seiten. Das Thema, wie wir die Jungs füttern. Die Ende Flames. Das heißt, wir brauchen dann noch die Crate und wir brauchen dann noch natürlich Kohle. Wobei ich die Kohle jetzt halt nicht droppen lassen möchte, aus dem einfachen Grund, wir machen uns dann noch ein Redstone Conduit rein. Redstone Conduit heißt, der macht einen Input von grün und gibt hier einen Output. Komm ich da dran? Komm ich da dran? Ja, Output, Stromsignal auch grün. Bedeutet, wir müssen jetzt gerade mal Kohle holen. Ups, da komme ich gar nicht hoch. Wann komme ich da nicht hoch? Ah, da komme ich hoch. Gucken wir mal, wie viel Kohle das wir eigentlich haben. Ja, so viel Kohle ist es eigentlich nicht. Dann muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, damit es später schneller geht. Genau, passt. Das heißt, Kohle geht hier rein. Droppt auf die Pressure Plate. Es geht ein Redstone-Signal hoch. Sobald die aufgebaut wird von den Endoflames, geht es dann natürlich weiter. So, das gleiche machen wir hier. Das heißt, wir haben ein rotes Signal, machen hier ein Output-Strong-Signal. Und auch hier kommt dann Kohle rein. Ja, sprich, es droppt einmal. Dann machen wir gerade mal die Crates dran. Die Crates, die ist Mana-Spreader. Machen wir da einen Mana-Spreader hin und da. Und mir fällt gerade ein, ich brauche noch eine Wand. Wir brauchen da, weiß ich jetzt gar nicht. Und zwei davon nehmen wir mal. So, warum bist du eigentlich da drin? Haben wir uns nämlich gerade eine Wand. Dann können wir nämlich gerade mal, was bist du? Wild Mode, wunderbar, passt. Das heißt, du einmal mit dem. Du einmal mit dem. Und da habe ich eine Quest erfüllt. Wieder, was war das? Ah, Basic Crafting. Ah, da bekommen wir einen Mana Spreader. Cool. Dann können wir ja später noch gebrauchen. Richtig genial. So. Jetzt brauchen wir noch die Endoflames. 16 Stück haben wir an der Zahl. Das heißt, wir machen da mal 8 Stück hin. Auf die Seite 8 Stück. Natürlich werde ich die dann noch umwandeln. Oder die möchte ich umwandeln in Flowing Endoflames. Hier in diese Geschichte. Dafür brauchen wir aber Pestcha-Seeds und Pestcha-Seeds ist ja Gras in Mana-Pool. Wobei, da brauchen wir eigentlich nicht viel. So eine Glimmering. Ne? Geht noch was anderes? Brauche ich da unbedingt Orange? Oh, das ist aber kein Mystiker. Brauche ich da wirklich Orange? Das ist aber generell kein Problem, das hinzubekommen. Gut, dann schauen wir mal. Wir produzieren unser Mana schon mal. Das ist richtig gut. Mana, was wir auch brauchen, damit wir weiter vorwärts kommen. Automatisierung läuft. Jetzt gucke ich nur mal, dass wir hier die Geschichte dann, muss ich dann noch ein bisschen forcieren. Das heißt, die Charcoal-Produktion, die ist mir dann zu langsam. Geht bitte rein, hallo? So, manchmal dauert es manchmal immer ein bisschen länger. Keine Ahnung, woran das es liegt. So, da machen wir gerade mal die Hähnchen rein. Passt soweit. Wird mal ein bisschen aufräumen, gell? Alles, was weggeht. Viel war es nicht. Die sind ja alle zugeordnet. Ja, genau, die sind alle zugeordnet. Es ist so, dass sinnvoll immer, dass man den Spreader als erstes setzt, danach dann die Info Flames. Das heißt, die finden jetzt automatisch den Spreader. Wenn man erst die Info Flames setzt und dann den Spreader, muss man die immer jeweils dann zuordnen. Ja, die haben aber alle, wunderbar, passt, das läuft, wunderbar. Dann holen wir die restliche Charcoal. Machen die mal da hinten rein und das wird ziemlich eng mit Charcoal. Das heißt, da muss ich mir eine Produktion einfallen lassen, aber mir fällt gerade ein, wir haben doch noch, na, da oben haben wir 6 Stacks, was haben wir da an Charcoal, Kohle drin, da haben wir ein bisschen Kohle drin,
Das heißt, das können wir uns reintun. Dann holen wir uns gerade mal die Stacks raus. Dann können wir uns ja da noch ein bisschen Kohle produzieren. Das heißt, du da rein. Da. Da. Du, 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 du und du. Und verteilt das gerade mal ein bisschen. Dann kriegen wir wieder ein bisschen was raus. Das sollte für den Anfang, denke ich, erstmal reichen. Ich könnte auch natürlich auch Blöcke nehmen, Kohleblöcke, aber das reicht schon. So, wie viel Mana haben wir schon mal? Richtig gut. Dann gehen wir nämlich weiter. Wir haben als nächstes, was haben wir da? Reproducing Flowers. Invashear, okay. Invar. Invar haben wir da oben. Ne, wo habe ich denn Invar? Ich finde das nie. Silber, habe ich da überhaupt Invar? Nein, Invar müsste ich hier drin haben. Ne, aber hier habe ich Invar. Nein, irgendwo müsste ich Invar haben. Habe ich Invar hier durchgebrannt? Ne. Ja, dann machen wir uns gerade Invar. Invar Gear war nochmal gewesen. Alloy Smelter, Ingot, Nickel. Das heißt du und Nickel. So, hauen wir uns gerade mal. Ja, komm, hauen wir uns gerade mal das rein. Das geht ja relativ schnell, oder? Ja. Das geht schnell. Ach, da oben habe ich doch Invar. Invar hier. Und das war's schon. Du, komplett. Was kriegt man da? Okay, was nehmen wir uns da? Floral Fan? Ne, nehmen wir uns die Seeds. Genau. Back. Moment. Macht das nicht? Oder ist da noch mehr? Ne. Nein, ich möchte die Seeds haben. Back. Somit ist das auch erledigt. Da haben wir jetzt halt noch den Ring auf Magnetischen. Den möchte ich jetzt halt aber nicht machen. Katalyst haben wir. Und da, achso. Diamant, Powder und Ingot. Sollten wir eigentlich jetzt halt schon mal hinbekommen. Wir haben eigentlich genug da. Das heißt, wir holen uns mal Diamant, Pearl und das da. Und droppen das einmal da rein. Sollte eigentlich ausreichen. Jawohl, reicht aus. Das heißt, du einmal und du einmal. Richtig reinwerfen, dann geht das. Und du einmal. Ich brauche natürlich noch mehr, aber für die Questanforderung. Ach, Mana Powder. Mana Powder war mit Gunpowder. Damit haben wir die Quest auch erledigt. Was bekommen wir? Mana Pearls, richtig cool. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes brauchen. Das ist ja das Thema Runic Altar. Und für den Runic Altar habe ich ja das ein oder andere schon vorbereitet. Aber noch nicht alles. Da brauchen wir nämlich ein bisschen was. Da brauchen wir nämlich... Wobei, ne, Runic Altar geht ja. Das heißt Mana Pearl und Living Rock. Living Rock. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir nämlich gerade den Altar noch. Frage, wo man den hinstellen. Nehmen wir die Pearl oder Diamant? Nehmen wir Pearl. So, dann haben wir den hier und jetzt brauchen wir die ganzen Runen. Ja, und die gucken wir uns gleich an, die Runen, wie die funktionieren. Jetzt stellen wir den erstmal noch weg. Den können wir da eigentlich hier in die Mitte setzen. Der kommt dahin. So. Gut, dafür räumen wir jetzt aber erstmal ein bisschen auf. Das heißt, Mana kommt weg, Mana Powder kommt weg, die Pearl kommt weg, das ist Botania. Da räumen wir mal weg, das machen wir alles mal weg. Damit haben wir da ein bisschen aufgeraut, die Flower Pouch machen wir mal damit hin. Passt soweit, das ist XP. Oh, die Lens, die können wir noch reintun. Das heißt, die einmal da drauf. Und somit produzieren wir ein bisschen schneller Mana. Vibrant Alloy. Oh, was haben wir da? Ich kann es jetzt schlecht lesen. Irgendein Compressed. Keine Ahnung. Komm, da machen wir die Conduit-Fassaden hin. Dann gucken wir mal, was wir da so alles wegbekommen. Wir machen dich da rein. Die Schere machen wir da rein. Die Laser können wir rein tun. Jetzt habe ich mittlerweile zwei Federn. Das passt. Oh, da war noch Botania. Vibrant Alloy machen wir da rein. Da oben können wir die Pfeile reintun. Ich weiß nicht, ob ich Pfeile brauche, aber wir heben sie mal auf. Und dann schauen wir uns mal an. Wir brauchen die Runen. Für die Runen.
Runefather, brauche ich nochmal Mana Steel und Mana Powder. Das heißt auch hier, das heißt 2-2, 3-3, 4-4 und dann brauchen wir noch Mana. 4-4 und 9. Also 9 Mana Steel und 4 Powder. 4 Powder, das heißt 3 noch und noch 8 von dem hier. Ich hoffe, dass ich so viel Mana schon habe. Jawohl, das funktioniert schon mal. Das hat auch funktioniert, richtig gut. Und dann gucken wir mal. Da unten haben wir ja schon mal Rune of Order. Rune of Order war Bone, Sugar und das. Das war das hier. Das heißt 1, 2, 3, 4. Dann die hier. 1, 2, 3, 4. Du kommst dahin. Da haben wir nämlich da alles, da haben wir eigentlich alles, außer die Rune of Mana, fehlt mir noch die Mana Pearl. So, dann haben wir's. So, sprich, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 mal die hier und fangen dann mit dem ersten an. Warte mal, da brauche ich noch ein Spread, da reicht das eigentlich aus? Könnte etwas eng werden, gucken wir mal. Ja, könnte ausreichen. Wie viel hat er? Oh, der hat schon ein bisschen mehr. Och, nehmen wir den hier. Sprich einmal den Splatter dran. Den können wir gerade mal da hinsetzen. Ich hoffe, dass es ausreicht, damit er ihm was gibt. Das sehen wir jetzt halt gleich. Das heißt also nicht wegwerfen, sondern das klappt man eben. Einmal du, 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 du und du. Einmal Living Rock. Jawohl. Living Rock. Baut sich auf Energie. Jawohl. Einmal mit der... Nein, nicht weg. Mit der Wand dran. Bam. Summon Nummer 1. Jetzt holen wir uns Nummer 2 runter. Wollte eigentlich noch genug Mana drin sein. Jawohl, passt. Das heißt du, du, du und du. Irgendwas fehlt. Netherbrick habe ich, Gunpowder habe ich. Netherbrick, Gunpowder. Ah, Netherbrick fehlt noch. Netherbrick, Netherbrick. Ah, da. Heißt, du fehlst noch. Das heißt, einmal du rein. Sollte sich aufladen. Jawohl, lad sich auf mit Mana. Und somit Rune Nummer 2 fertig. Cool. So, dich machen wir weg, dich machen wir weg, holen uns Nummer 3, Rune Nummer 3. Irgendwas fehlt da. 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich drin? 1, 2, 3, 4, 5. Das passt doch. Zu wenig Mana. Das kann nicht sein. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt dann nicht. Eins. Stein, Gravel. Stein. Ah, Block of Coal. Ah, alles klar. Das heißt, ich baue mal gerade wieder ab. Da habe ich nämlich was Falsches dann geholt. Das war kein Gravel, das war Block of Coal. Kohle haben wir hier. Da war der Fehler. Das heißt, einmal Block of Coal, das, das, das. Somit kommst du nämlich weg. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Mann, dich einmal hin. Soll sich aufladen mit Energie. Perfekt. Somit haben wir die dritte Rune. Passt. Die dritte Rune. Machen wir die letzte Rune. Die vorletzte Rune. 1, 2, 3, 4. Waren das nur 4 Sachen? Ne, Feder. Siehst du? Beinahe. Weißt du, 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 du. Genug Mana müssen wir haben. Passt. Der produziert auch eifrig. Passt auch. Und die Rune Nummer 5. Die letzte.
Dann gucken wir mal. Wir können ja eigentlich dann das andere schon mal, diese Plate da, wie nennt denn diese? Ich kann gucken wir gleich mal rein. Achso, ich kann ja schon draufschlagen. Eieieiei. So, das heißt, dich brauchen wir jetzt halt eigentlich nicht mehr. Du bist erledigt. Ich glaube, dich brauchen wir. Dich wollte ich wieder haben. Komm, komm, komm. Wie kriege ich denn das eigentlich wieder, das Zeug? Ah, so. Sneaken, sneaken. Somit haben wir doch alle Runen. Rune of Air. Habe ich doch gemacht, oder? Genau. Oh, da bekommen wir immerhin XP. Das heißt, wir können jetzt die Terra Steel machen. Dafür brauchen wir Lapis. Holen wir uns mal. Ich guck gleich, wer du bist da unten. So, 3, 4 Lapis sollten da ausreichen. Wir brauchen noch ein bisschen Living Rock. Haben wir auch da. Und den würde ich gerne hier aufbauen. Das heißt, du weg, du weg, du weg. Jetzt die Frage, bauen wir denn eins tiefer? Ja, dann bauen wir eins tiefer. Das heißt, du weg, du weg, du weg. Bauen wir da nämlich den Altar hin. Nicht den Altar hin, sondern diese Agglomeration Plate oder wie sie sich nennt. Gucken wir uns gleich mal an, wie sie sich schreit. Einmal Living Rock außenrum. Bup, 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 bup. Jetzt gucken wir mal die Agglomeration. Der Terra Steel Agglomeration Plate. Okay. Wo haben wir es denn? Da haben wir sie. Dafür brauchen wir. Oh, noch dreimal Lapis und. Oh, und Block Miner Steel brauchen wir. Aber sollte man eigentlich zusammenbekommen, generell kein Problem. Sollten eigentlich genug da drin haben, damit es funktioniert. Jawohl, langt. Dann einmal du, kriegen wir dann noch drei Stück zusammen. Ah, perfekt. Da haben wir doch die richtige Menge rausgeholt. Somit haben wir die Terra Steel Agglomeration Blade. Quest erfüllt, jawohl. Die setzt man dann dahin. Dann können wir da nämlich unser Terra Steel nämlich machen. Wobei Terra Steel ist ein Thema, das dauert aus dem einfachen Grund, da brauchen wir ein bisschen Mana. Und das ist zu wenig, was wir aktuell haben, deswegen schauen wir mal. Wir bekommen Sparks. Sparks richtig gut, weil dann können wir nämlich da schon mal einen Spark hin tun. Da ein Spark und da ein Spark. Spark ist dafür da, dass wir dann Mana hier rüber schießen können. Ja, der braucht der Mana, um Terra Steel herzustellen. Und wenn wir uns das Thema mal anschauen, Terra Steel, ich denke, das ist ja das nächste, was wir brauchen. Oh, da kriegen wir schon eine Pick of Choice. Brauche ich eigentlich noch eine Pick of Choice? Naja, gut, egal. Terra Steel. Terra Steel, schauen wir uns mal an. Terra Steel brauche ich insgesamt. Ja, eigentlich mit einem Volle bekomme ich 5 Terra Steel hin. Ja, sollte eigentlich funktionieren. 3 Viertel. Wir haben ja eigentlich genug da. Das heißt, der ist ja ein bisschen gefüllt. Ja, das sollte eigentlich ausreichen. Das heißt, wir brauchen den hier und nochmal ein von dem hier. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Das heißt, du einmal und du einmal. Was fehlt? Also mein Mana. Du einmal. Richtig werfen. Gewerfen sollte gelernt sein. Das heißt, wir stellen uns mal da oben hin, oder? Das heißt, du und du und du. Reicht's aus? Sollte eigentlich ausreichen, damit wir unser Terra Steel bekommen. Jawohl. Wir haben unser erstes Terra Steel. Richtig cool. Und das ist ein Thema, was ich auch automatisieren möchte, aber bis ich das automatisieren kann. Moment, brauchen wir da noch mehr? So, ich wollte doch gerade sagen, wir haben eine Pick of Choice. Ich habe aber keine Ahnung, was ich mit der jetzt anfange, weil ich habe eigentlich alle Räumlichkeiten auf. Deswegen gehen wir hin. Und nehmen uns mal ein Item Frame. Eins. Ein Item Frame. Und die hängen wir einfach mal wohin? Wo haben wir Platz? Und da oben hängen wir es gerade mal hin. Zack. Dann machen wir die Pick of Choice rein. Wunderbar. Ob ich sie jetzt brauche oder nicht, weiß ich noch nicht.
So, dann sind wir ja richtig gut durchgekommen, oder? Was das Thema betrifft. Ja, jetzt haben wir nur noch das Thema Elfenportal. Gucken wir mal, wie weit das mal da kommen. So, für das Elfengate Core brauchen wir Terrasteel. Terrasteel, kein Problem. Wo ist eigentlich mein Terrasteel? Habe ich den aufgebraucht? Na gut, dann machen wir uns gerade noch welche. Na komm, dann mal. Wobei, einer reicht ja. Wir brauchen noch. Einen Diamant brauchen wir noch. Ein Terrasteel reicht da vorerst. Zu früh geworfen. Schön von oben ein Diamant, einmal du und einmal. Oh. Stelle ich nicht so doof an, Muff. Ne? So, nochmal. Einmal du, du, einmal du, einmal du. Bitte schön, einmal Terrasteel. Jawohl, Dankeschön. Den können wir ja umwandeln dann in Nuggets. Und dann haben wir uns gerade mal, wie viel waren das? 6 Stück waren das. Einmal da und einmal die Nuggets dran. Und somit haben wir das Elfengate Core. Und dann brauchen wir nur das Glimmering Living Wood. Das heißt, 3 Stück. Eins, zwei, drei. Das sollte ausreichen. Living Wood. Komm, nehmen wir uns mal alles mit, weil wir brauchen ja noch mehr. Dann bauen wir gerade mal das Portal auf. Sprich, das Elfengate Core machen wir dahin. Das heißt, du und du. Und somit machen wir das Glimmering da rein und das ist das Portal. Aber das Portal, das braucht ein bisschen Mana. Das heißt, das. Oh, wo ist mein Mana? Sieht da jemand schon Mana? Oder war das jetzt durch die Geschichte? Das war durch die Geschichte bestimmt. Das heißt, die Mana-Produktion muss jetzt erstmal ein bisschen laufen. Und dann gucken wir uns nochmal an, was wir noch machen können. Wir bekommen nochmal Sparks, die Pylonen. Wie gehen die? So, die Nature-Pylonen. Das heißt, wir brauchen Enderpelle, die drei haben wir ja. Wir brauchen das. Das heißt, wir brauchen 4 und 2. Ja, das heißt nochmal einmal Tisch und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Diamant. Tisch, Tisch, Tisch und Diamant. Das heißt, die zweimal und Enderperle. Machen wir uns gerade. Eye of Ender. Das heißt einmal du da. Und dann gehen wir gleich mal runter, gucken mal, wer das ist da unten. Machen die Pylone. Die Pylone zweimal. Dafür bekommen wir wieder Sparks. Ja, richtig gut. Die Sparks können wir ja gebrauchen. Wobei ich aber da schon Sparks drauf. Das heißt, wir können ja die Pylonen einfach da schon mal hinsetzen. Ja, die brauchen wir jetzt halt vorerst mal nicht. Weil wie gesagt, ich muss mir erstmal ein bisschen Mana produzieren. Was macht denn eigentlich meine Kohle? Ach, die sollte eigentlich ausreichen. Aber nichtsdestotrotz werde ich hingehen, werde hier die Produktion nochmal ändern. Damit wir da auch ein bisschen mehr Charcoal produzieren. Das sollte doch soweit dann passen. So, haben wir eigentlich doch ein bisschen was gepackt. Jetzt geht es ja da auf die Thermalilie. Unter die Endoflames machen, gell? Die hier. Für die Endoflames brauche ich aber dieses. Aber das ist so ein Thema, das werde ich mir offline angucken und werde dann die Endoflames hier austauschen mit Flowing Endoflames. Wobei, die kann man ja eigentlich so stehen lassen.
Schaue ich mir mal an. So, jetzt gehen wir mal runter, beziehungsweise gucken mal, was mein Ender macht. Ich habe ja hier meine... So, da wollte ich noch mal gucken, wie sich das nennt. Ender, und zwar, ne, halt hier muss ich ja gucken. Vibrant Alloy Block brauche ich. Vibrant Alloy Block. Dann machen wir den gerade mal. Machen wir einmal den und ich brauche noch ein bisschen Level. Das heißt, einmal du rein und das kostet mich 8 Level. Und die holen wir uns gerade. So, halb verkehrt. Somit haben wir das da Basic Capacitor. Basic Capacitor, habe ich nicht einen Basic Capacitor da? Müsste ich eigentlich einen da haben, einen Basic Capacitor. Ne, der Vibrant Capacitor habe ich hier, aber irgendwo müsste ich noch einen Basic haben. Basic. Naja gut, komm, gehen wir runter, machen das Ding platt da unten. Und dann hören wir wieder Folge auf. Da hinten steht er. Gucken wir aber hoffentlich ein bisschen was bringt. Rest Skeletten, come on baby. Na immerhin. Ein paar Knochen. Das ist gut. Aber Köpfe werden wir natürlich lieber. Du noch. Dann haben wir es. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Oh, einen Kopf haben wir bekommen. Richtig gut. Wir haben ein paar Bones bekommen. Richtig geil. So, dann gehen wir hoch nochmal in unseren Ender-Raum. Wo ist der Gute? Ich verabschiede uns hier. Ja, wir haben es gepackt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt ganz schnell Schluss machen, weil ich muss ganz schnell was machen. Trotzdem, viel Spaß fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.